Wir beginnen mit dem Video von ApoRED. 3,6 Millionen Euro Schulden. Die ganze Weide. Aber Chat, nicht nur die halbe. Das ist die ganze Weide, okay? Wir gehen rein. Anderes Thema und ich bitte generell erstmal darum, wenn Leute Reaction drauf machen, ist gar kein Problem. Aber nach 48 Stunden, nach Release des Videos erstmal... Ja, dann darf ich es morgen hochladen. Okay. Ganz allgemein. Danke fürs Verständnis. Also, ja, hochladen. Reagieren ja jetzt schon, oder? Ja, tot, danke dir. Das Video auch gar nicht machen. Es fällt mir auch echt schwer. Aber ich bin ehrlich, ich bring's erstmal direkt auf den Punkt. Damit wir erstmal direkt beim Thema sind. Video zu leise. Oh, Digga. Dann kann ich jetzt erstmal gucken, wie ich mich hier selber wieder umstelle, Digga. Neuer PC, alles neu, Digga. Ich, also wirklich, ich gehe hier in die Brüche vollends. Ich will nicht mehr streamen. Laut genug? Ah, okay. Das ist zu laut. Zuallererst auch sorry an alle da draußen, weil ich habe ja erstmal gesagt, die ganzen Gerüchte, so gut, was da erzählt worden ist. So gut, klar, ja, ne? Ist ja aktiv gewesen, etc. Habe ich aber gesagt, Digga, trotzdem die Millionen sind am Start. Mir geht's top. Ja, so passt, oder? Klamotten am Start. Okay, machen wir so. Ehrlich, gar nichts am Start. Digga, einfach alles ist weg. Einfach. Ehrlich, Digga, gar nichts am Start. Alles ist weg, nichts mehr ist da. Wahnsinn, Wahnsinn. Alles. Das Ding ist, Freunde, was mich auch so ein bisschen motiviert hat, dieses Video zu machen. Es ist ja mittlerweile relativ normalisiert, dass Influencer, Streamer, etc. so ein bisschen in die Pleite gehen, dazu ein Video machen. Und ich dachte... Naja, so, ich weiß nicht, Digga. Es tut mir natürlich erstmal todesleid. Dann, zweiter Punkt, ich will nicht dieser Bastard sein, aber ich hab's euch ja gesagt. Also ich wusste, ja, dass das irgendwo nur... Digga, was ist mit meinen scheiß Haaren los? Caprino gewesen sein kann. Und das tut mir natürlich jetzt sehr leid. Da glüht auf jeden Fall der Arsch. Da ist auf jeden Fall die Spalte am Brennen. Der arme Mann. 3,6 Millionen Euro Steuerschulden ist eine Menge. Ja, das heißt, der hat eine lange Zeit auch nicht bezahlt. Also komplett normal, normalisiert ist es nicht. Es passiert immer häufiger, das stimmt. Es passiert, glaube ich, immer häufiger, dass Leute in die Insolvenz rutschen von Social Media aus. Aber normalisiert ist es, glaube ich, nicht. Sag mir ganz ehrlich, ich bin genau in der gleichen Situation. Wo macht das jetzt bei mir den Unterschied? Dementsprechend, ja... Ich hab's jetzt rausgehauen und prinzipiell erstmal ein großes Sorry an alle. Also sorry an meine Community, sorry auch an andere Communities, das ist ja ein Riesenthema bundesweit. Ja, alle am Diskutieren gewesen, ist er jetzt irgendwie Multimillionär und Steuern damit erziehen, ist er jetzt ins Ausland gezogen und so, hat sich jetzt irgendwo versteckt oder ist er wirklich Brokey-Moke? Erstmal krass, dass er sich hier gerade macht. No joke, sehr, sehr cool, dass er sich hier gerade macht. Hätte ich nicht erwartet. Ja, was soll ich sagen, Freunde? Es ist, ich habe gar nichts mehr am Start. Also weder Klamotten, Autos, alle weg, Digga. Warum, etc. Komme ich gleich noch dazu. Da krass. Haben wir einige Punkte, die wir abklappern müssen. Wenn er aktiv Videos macht, kann er doch Cash machen, oder? Aber 3,6 Millionen ist eine Hausnummer, Digga. Das ist schon ordentlich, Mann. Das Ding ist, Freunde, es ist halt auch wichtig, seine Fehler einzugestehen, gerade bei so einem wichtigen Thema. Ich muss aber sagen... Und da muss ich leider auch so ein bisschen mit dem Finger auf einen zeigen, so was viele nicht wissen. Ich hatte halt über die Jahre hinweg mit der Selbstständigkeit, wo man auch so ein bisschen mehr verdient hat, so einen persönlichen Finanzberater. Der hat halt gesagt, Digga, da kommt gerade mega viel rein, da muss man so ein bisschen deichseln und tricksen und so. Und der hat mir halt wirklich viele Sachen empfohlen, natürlich die ich gemacht habe, auf Vertrauensbasis, sag ich mal. Ne? Er hat mir auf jeden Fall Punkte gesagt wie, Red, du hast jetzt mega viel verdient, das ist wirklich in Millionenbereichen. Und du musst jetzt einfach viele Sachen machen, damit du halt einfach weniger Steuern zahlst, damit du dir alle von der Steuer absetzt. Oh nein. Er hat solche gesagt, hol dir ganz viele Autos, die kannst du alle von der Steuer absetzen. Digga, Autos zum Steuersparen ist, glaube ich, the worst and weirdest way to do it. Also klar kann man die absetzen, aber halt nicht 10 Stück und auch nicht alle als Firmenwagen. Also so geht's halt nicht. Weil das sind ja alles Geschäftsautos und die brauchst du ja für die Arbeit und was auch immer. Was er auch gesagt hat, du machst ja Instagram, du postest ja Outfit-Fotos, du machst auch so ein bisschen Fashion-Content. Hol dir einfach richtig viele Klamotten, auch Designer-Sachen. Klamotten kann man nicht von der Steuer absetzen. Also, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Du kannst das alles von der Steuer absetzen, du kriegst die Mehrwertsteuer zurück. Ich bin ehrlich, ich hab das gemacht. Ich habe Klamotten geholt, Freunde. Im wirklich siebenstelligen Bereich. Ich denke. Autos geholt. Ich habe gesagt, komm hier, Firmenwagen, Geschäftswagen. Und bin davon ausgegangen, dass seine Empfehlung auf seine Expertise, dass ich da halt weniger Steuern zahle am Ende. Aber es ist genau das Gegenteil passiert. Das Wort am Ende, das wird alles nicht anerkannt. Das war alles dann privat irgendwie. Die ganzen Klamotten waren dann irgendwie privat, die ganzen Autos. Und da war ich in so einem Hamsterrad, in so einem Sumpfloch. Da dachte ich, wo bin ich hier gelandet? Was hat er mir für eine Scheiße empfohlen? Da wurde ich so richtig hochgenommen. Also der hat mich richtig, richtig, richtig verarscht. Das Ding, ich habe mich auch ein bisschen von seinem Büro blenden lassen, von diesem gesamten Erscheinungsbild. Man dachte, Digga, der Typ hat Todes drauf, der weiß voll Bescheid, aber Optik kann nichts zu bedeuten. Der hat am Ende irgendwie gar keine Ahnung gehabt, war bestimmt ein Anfänger oder so. Aber das hätte man auch nicht wissen können. Ich meine, du lernst auch sowas nicht in der Schule. Ja, so. Dann gehst du einen. Also, ich würde sagen, eigene Dummheit, aber es gibt leider viele falsche Fische, die so da rumschwimmen in diesem Bereich so. Und da muss man schon echt aufpassen, ne? Also, das ist halt das Ding. Also, man fällt halt schnell auf solche Leute rein, check ich, aber man muss auch schon so ein bisschen vorsichtig sein, würde ich sagen. Oder zu irgendeinem Finanzberater und natürlich vertraust du ihm, weil er kommt so rüber, als hätte er da studiert und kennt sich mega aus. Ich habe halt die ganzen Sachen gemacht, die er gesagt hat. Ne? Ich habe die Autos geholt, ich habe die Klamotten geholt, ich habe hier gemacht, ich habe Büros geholt und was auch immer, alles mega teuer. Er hat sogar gesagt,
hol dir irgendwie ein Haus zur Miete, kann mega teuer sein. Ich checke. Ich checke das, aber auf der anderen Seite ist halt, wenn man viel verdient, nicht viel ausgeben der Weg. Und eigentlich sollte man halt anfangen und gucken, dass ich das, was ich verdiene, sinnvoll anlege. Super viele Tausender gezahlt im Monat. Penthouse hier, Wohnung da, da hast du am Ende Kosten des Todes gehabt. Ich konnte nichts davon absetzen. Das war alles privat. Alles. Das Einzige, was ich vielleicht absetzen konnte, war so eine kleine Kammer oder so, ne? Das war auf jeden Fall richtig eklig. Na. Und jetzt bin ich am Ende so hier auf einem Punkt. Also er hat... Oh nein. Punkt, wo das Finanzamt sagt, Digga, wir wollen jetzt eine Menge Geld von dir haben und wir reden hier gerade von 3,6 Millionen. Das Alter. Heißt, ich habe einfach gerade 3,6 Millionen Dicker. Steuerlast. Auch alles als Privatperson, keine Firmengründung, nichts. Wo ich nichts machen kann. Nichts. Es war halt mein Fehler, dass ich ihnen vertraut habe. Ihr müsst euch vorstellen, diese ganzen Sachen, diese ganzen Klamotten, etc., die haben alle gar keinen Wert mehr. Ich habe keine Ahnung. Also das ist gerade wirklich so ein Punkt, wo ich mir denke, Digga, was soll ich jetzt machen? Ja, Freunde, deswegen auf jeden Fall ist der Insi-Modus aktiv und der wird realistisch auf jeden Fall gar nicht deaktiviert. Natürlich hier Restschuldbefreiung. Restschuldbefreiung, aber da hatte Mimi ja schon mal was zugesagt. Das ist die einzige Möglichkeit, was man hier machen kann, damit man halt da rauskommt, weil ich werde jetzt auf jeden Fall keine 3,6 Millionen jetzt irgendwo aufgetrieben bekommen. Die haben ja auch schon alles genommen, dass es vielleicht, was übrig ist, ist vielleicht ein paar hunderttausend. Er sagt aber nie in Euro oder in welcher Währung. Wahrscheinlich rechnet er in Lira. Na, glaub nicht, Bro. Also ist ja deutsches Finanzsystem. So, ich denke schon, dass er da in Euro belangt wird. Aber ja, still fucking wack, still fucking sad. So, vor allen Dingen, es war ja obvious. Also die Leute, die ihm abgekauft haben, die dachten, alright, Lil Bro hat wirklich die Mios locker sitzen. Ja, so spätestens jetzt müsste den Licht aufgehen. Wert, wenn es hochkommt. Aber 3,6 Millionen, da bin ich weit von entfernt. Also da kann ich jetzt auch hier YouTube machen und hier machen und da machen und ich mache ja auch nichts anderes parallel, ich mache auch nichts anderes nebenbei. Ich habe eine YouTube gemacht, ich habe ja nicht mal studiert oder so, ne? Also ich hatte halt vorgehabt zu studieren, aber ich habe halt nur YouTube gemacht und hatte jetzt dementsprechend eigentlich keine anderen Einnahmequelle. Es war halt nur YouTube und ja. Ich war voll am Start, ich habe das von 2011 oder so bis 2019, so jetzt so nach ein paar Jahren, ich mache echt gefühlt gar nichts mehr. Und ich bin halt aktuell in so einem Punkt, so seit ein bisschen längeren, Freunde, ich bin ehrlich, ich bin gerade so auf Burgergeld unterwegs, sage ich mal, ne? So auf Burgergeld. Man muss sich halt erstmal so ein bisschen so eine Basis aufbauen. Burgergeld, so. Digga. Ist halt einfach in so einem Punkt, man ist gerade so ein bisschen was... Das ist krass, wie die fucking Rolex zur Casio wurde. Wirtschaftlich angeht. Das ist crazy, wie das Designer-Sofa zur Couch wurde. So ein bisschen weiter unten. Tut mir todesleid für ihn, sorry. Ehrlich, also ich kann jetzt nicht irgendwie 1.000, 2.000 Euro, 3.000 Euro wie damals, 5.000 Euro jetzt irgendwie Miete zahlen hier für ein schickes Penthouse oder für ein Haus oder etc. Da fehlen einfach die finanziellen Mittel. Deswegen einfach, wie gesagt, Burgergeld. Ich habe... ja, so eine Wohnung habe ich jetzt einfach so vom Amt bekommen. Ja, man war, wie gesagt, auch an so einem Amt da am Reden, auch wegen potenzieller Arbeit, die man machen kann. Das ist halt krass, ne, dass er halt komplett ins Loch gefallen ist. Also nicht nur einen auf, boah, ich bin verschuldet und kämpfe ich über YouTube wieder raus, sondern auch keine Einnahmen mehr und einfach komplett raus. Ist crazy. Die haben gesagt, hey, was stellst du dir vor? Ich bin auch so ein bisschen... vielleicht körperliche Arbeit, ich will gerade ein bisschen mehr am Sport machen so und erstmal so ein bisschen leicht was aufbauen so und dann kann man da parallel gucken, nicht ob man vielleicht so irgendwie mich, wieder Social Media technisch was macht oder, so. Oder wie gesagt einfach den normalen Weg einschlägt. So, Mann, ja, aktuell Social Media, ich bin ehrlich, so einfach wegen dieser Gesamtsituation. Ja, ich habe so Leute gesehen, die sich so voll abgefuckt haben, die so meinten so, ey, er kriegt keine Steuern, jetzt füttern wir ihn noch durch, blabla, Burgergeld und so weiter und so fort. Digga, juckt, for real, soziales System, bei Gott sollen wir ihn auffangen und möge er das zurückzahlen, was er kann. Hat Upred nicht gesagt, bitte 2 Wochen nicht drauf reagieren. 2 Wochen, Bro. Er hat gesagt, 2 Tage und ich lade es morgen hoch. Actually fine, so. Also, hä? 2 Wochen. Er meinte sogar, dass man darf 2 Jahre das Video nicht gucken, hat er sogar gesagt. Wie soll ich das erklären, Freunde? Ich muss da gerade ein bisschen die passenden Worte dafür finden. Ich habe da einfach so bad feelings dabei. So. YouTube ist auch nicht mal das Wahre wie damals. Es ist nicht mehr das Gleiche, weil man halt damit viel verdient hat, das hat komplett falsch ausgegeben hat. Das ist ja auch nicht nur eine Sache. Der hat auch gesagt, mach Urlaub, mach richtig krasse Urlaub. Digga, mach Urlaub, setz von der Steuer ab. Hier mit deinen Kollegen, mit deinen ganzen Freunden, das habe ich auch noch gemacht. Da hat man für den Urlaub, keine Ahnung, mal 50.000 Euro ausgegeben, 80.000 Euro ausgegeben. Da konnte man gefühlt gar nichts davon absetzen. Also, das ist auch nochmal so eine Geschichte, ne? Jetzt aktuell von dem Punkt, dickste Autos, brutalste Klamotten, heftigste Urlaub. Ich habe die ganze Istanbul leben können. Wirklich super Wohnung immer gehabt. Ich habe Dubai jetzt... Glaubt ihr for real, dass da so ein bisschen Steuerhinterziehungshase angesteckte Mahngebühren und so weiter und so fort? Weil da war ja auch schon mal so, Mimi hat ja schon mal so angedeutet mäßig einen auf, okay, vielleicht ist da was im Bilde so, dass er so mäßig was hinterzogen hat oder kriminell dafür belangt wird, checkt ihr? Glaubt ihr, das ist das Ding? Weil er hat ja den Stepper nach Istanbul gemacht, nach Istanbul. Ne, das kann natürlich sein, 3,6 Millionen Nachzahlung, ja, das sind ja schon mal Minimum, so 6,8 Millionen
Millionen, 6,6 Millionen, aber 42% oder sowas, 6,7 Millionen Umsatz oder Gewinn, die er nicht versteuert hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er dann über seine gesamte Laufzeit, ja, weil ApoRed wird nicht in einem Jahr 6 Millionen verdient haben, ohne ihn angreifen zu wollen, dass er über seine gesamte Laufzeit nie Steuern bezahlt hat. Und das halt über einen Weg von dann jetzt knapp 12 Jahren. Oder halt alles abgesetzt hat und in der Meinung war, okay, dann, wenn ich jetzt viel ausgebe, muss ich auch nicht viel zahlen. Und dann kam das böse Erwachen, das Finanzamt hat halt erst dann später gesagt, oh, Bruder Herz, hier ist aber noch einiges offen. Und dann kommen Vollzugszinsen, Strafzinsen und so fort. Hinterziehen bekommt man keinen Erlass nach Insolvenz, sondern nur Knast. Ja, stimmt. Hinterziehen, ne, ich glaube, hinterziehen nicht bewusst, aber maybe so, ja, ja, Aber bei 3,6 Millionen, da muss ja schon echt eine Menge Kohle geflossen sein. Das muss ja über mehrere Jahre gelaufen sein, wa? Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Decker, tut mir voll leid für ihn. Also richtig beschissen. Aber ja, bei 3,6 Millionen, das schreibt gleich in den Chat, muss man noch kommen sehen. Wenn man vor seinen Problemen die Augen zumacht, dann sieht man meistens gar nichts, mal lieber. Vor kurzem war ich, bin ich ehrlich, da war ich nur... Revi, hey Revi, bei so einem Thema, wie viel hast du circa verdient? Interessiert mich irgendwie, nur falls nicht, falls nur falls privat nicht ist. Ja, Bro, ich muss jetzt hier keine Zahl sagen, aber deshalb sage ich ja, ne, also 3,6 Millionen, sagen wir mal, das Säumniszuschläge und so weiter und so fort, da steht schon einiges in der Kreide, ne, da muss ein Umsatz, der Minimum bei zwischen 5 und 8 Millionen gewesen sein muss, ne, also nicht mal Gewinn, sondern Umsatz, über mehrere Jahre angehäuft worden sein, dass es sich hier um den Betrag handelt. Eingeladen, Dubai aktuell könnte ich mir niemals leisten, Dubai ist mega teuer, ich war vor Ort, so, ich war da jetzt eingeladen, so, ne, ihr wisst ja, ich habe da so einen Deal gehabt, ich habe auch erzählt, so, ich habe da Geld bekommen, ich habe da gar kein Geld bekommen, so, das war jetzt einfach nur, so, die haben dafür so meinen Aufenthalt geklärt, etc. Oh nein, Bro, Digga, lässt sich auch leider ficken von so Leuten, ne? Guck mal, Digga, du hast so einen riesigen Instagram-Kanal, du hast so viel Reichweite und du fliegst für eine fucking Dubai-Reise umsonst dahin, machst umsonst Werbung für irgendwelche Scammy-Geschichten. Bruder, wenn du doch für Scammy-Geschichten Werbung machst, dann lass dich dafür wenigstens tamam gut bezahlen, so, weißt du, dann ist doch, hä? Aber Dubai aktuell kannst du vergessen, also das ist so teuer. Oder maybe so hintenrum, Crypto-Reno, you never know. Wenn ich da jetzt hingehe, keine Chance. Das heißt, ich bleibe jetzt erstmal die ganze Zeit in Hamburg, wo ich auch herkomme, habe da jetzt meine Wohnung auf Amtsbasis. Jetzt kann man sagen, ja, ey, voller Penner und so, dein Bürgergeld, der hat eine Wohnung auf so. Aber ganz ehrlich, ich habe auch viel Steuern gezahlt. So, wenn ich nicht drauf Anspruch habe, wer dann? Ja, du hast viel Steuern nicht gezahlt, weil du hast ja 3,6 Millionen Steuern, Schulden. Also du hast ja viele Steuern erstmal noch nicht gezahlt. Ne? Aber also, for real, Bro, von meiner Seite aus, ich bin jetzt hier nicht der Richter, so, egal, Bürgergeld steht jedem zu, juckt mich doch nicht. Also nimm dir, Bro, dafür zahle ich mit Kusshand Steuern. Weißt du, was ich meine? Aber schon heavy. Ne? Schon krass. Stell dir mal vor, ist alles gelogen und er macht nur, um zu zeigen, wie sich alle Ghosts drüber lustig machen und so, einen auf den und dann kommt er wieder und sagt, ja, bin doch Millionär. Das wäre crazy. Es wäre halt auch albern zu sagen, ja, guck mal, der nutzt das jetzt aus, etc. Was soll ich machen? So, ich mache aktuell ja gerade nichts. Nichts. So. Und ich bin gerade am Überlegen, was soll ich machen? Und da nehme ich mir auch Zeit, da chill ich auch ein bisschen, überlege mir, was kann ich machen, worauf habe ich Bock. So auch einfach so mental, so wie es meine, das ist auch das Wichtigste. Aber ich bin ehrlich, Freunde, es tut auch so ein bisschen gut, so ein bisschen mir aus der Seele zu reden. Das nimmt mir so ein bisschen auch die Last aus den Schultern weg. Und weil eigentlich sich so ein bisschen beigebracht worden ist, unter uns war ja absehbar leider. Ist man halt in diesem Hamsterrad irgendwie eingesperrt, sage ich mal. Weil einfach die Steuerlast generell so hoch ist, man kennt es ja in Deutschland. Aber es ist, wie es ist, Freunde. Was soll ich euch sagen? Ich bin aktuell in dieser Situation gefangen und ich hoffe, das wird sich auch irgendwann widerlegen. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten, Freunde. Ich würde dieses Video jetzt auch langsam beenden. Ihr könnt ja gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Lasst gerne ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn ihr mehr Talks hören wollt. Ne? Auch gerne ein paar Vorschläge. Ja, Freunde, ich würde das Video jetzt beenden. Nochmal, wie gesagt, sorry an alle. Ja. Haut rein, Freunde. Tut mir sehr leid, Bruder Herz. Bis zum nächsten Video, falls hier nächstes Mal wieder eins kommt. Ich denke jetzt erstmal nicht. Ich mache erstmal so eine kleine Pause, was YouTube angeht. Erstmal eine Pause machen von der ganzen Pause, das ist gut. Und dann sehen wir uns wieder, Freunde. Vielleicht nächstes Jahr, Freunde. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Hä, wieso macht er denn? Er macht eine Pause. Er macht eine Pause, sagt aber, wir sollen alle nicht auf seine Sachen reagieren. Ich check ihn nicht, Digga. Keine Ahnung. Da ist Hopfen und Malz verloren, wie eine Brauerei, wo ein Loch drin ist. Ich verstehe es nicht, Alter. Keine Ahnung, Bro. Interessantes Video, aber so ganz check ich es nicht. Bin mal gespannt, was da noch kommt, Chat. Vielleicht ist da auch irgendwie ein bisschen Weird Champ am Start. Wir werden sehen.